So, Weinfass braucht ebenfalls ein Fass und Beeren. Und muss aufgestellt werden. Und hergestellt werden. Ja. Da ist das Weinfass. Bloing. Ach, ihr holt von hier ganz unten das Zeug ab. Warum macht ihr sowas? Warum geht ihr nicht da unten? Ihr seid sehr komisch. Hier, geht im Scaffolding. Ist einfacher. Danke. Und da braucht ihr auch Scaffolding. So. Neu verteilen die Befehle. Das. Hier ist Eisen. Ja, du hast keine Ahnung, was du machen sollst. Du solltest das Ding da hinter dir abbauen. Bitteschön. Holzbrücke. Mal ein bisschen gucken, was hier hinten so ist. Und das da abbauen. Auch wenn das denn runterplumpst in das Piranha-Becken. aber ja. So, noch mehr Scaffolding. Das und das und das. Portal erweitern. So, das war das eine Portal. Wo war die andere? Hier. Auch wenn hier irgendwie keiner hingehen will. Hier ist ganz viel Eisen zur freien Verfügung quasi. Trotzdem macht das keiner. Das dann noch wegkacken. So, Schnee links ist weg, Schnee rechts ist keine Gefahr. Der kleine Mann tötet unsere Schafe. Der Antomata. Genau. Das ist unser Schaf, das wollen wir töten. Hast du einen Schnee gedroppt? Hey. Warum droppst du was und das verschwindet instant? Das finde ich nicht toll. Hat der Gegenstand Fallschaden genommen? Sehr komisch. Da. Oh, Abtransport läuft. Das da kann auch noch weg. Das da kann weg. Das da kann weg. Silberzeug könnten wir jetzt bauen, richtig? Also das Weinfass gleich aufstellen. Da, Silberrüstung. Für den Silberhelm brauchen wir einen großen Herd. Ziegel, Ziegel, mal wieder Kohle. Steine, so. Großer Herd. Ja, dahin. So, Weinfass vor die Tür. Was abbauen. Silberrüstung. Davon bauen wir erstmal nur ein, zwei Stück, weil die ja doch recht viel brauchen. Obwohl, vier Stück. Wir haben 30. Da können wir fünf auf jeden Fall erstmal bauen. 1, 2, 3, 4, 5. Ausrüsten. Laut Helmchen kriegt auf jeden Fall eine. Tada. So. Ihr behaltet die Stahlrüstung, die Lederrüstung haben, bekommt jetzt Silberrüstung als Ausgleich. Die drei haben gar nichts. Gut, so. Sobald der Herd fertig ist, was gleich sein sollte, wird er aufgestellt. Dann können wir auch die anderen Silbersachen herstellen. Mit den Silberhelm. Silberaxt, oh warte mal. Ja, da brauchen wir Roherz für. Ja, haben wir inzwischen auch ein bisschen was Neues, okay. Also 10 mal die Axt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ausrüstung. Da muss jetzt hergestellt werden, ja. Mach das bitte. Portal ist noch aktiv. Der hat es echt von da unten rausgeholt. Portal hier hin. Ja, das ist ein bisschen was. Aber wir haben noch so einen Lichtzauber. Den ich sonst nicht so gerne benutze. Da, magisches Licht. Nein, den Herd hätten wir aufstellen müssen. Mist. Da. So, Licht hier. Ja, ist einfach nur ein Riesenbecken mit Fischen.
war ganz schön weit weg. Nee, ich muss es hinbekommen, dass es hier funktioniert mit dem Eis. Dann passt das schon. Hier müsste eigentlich auch noch Deckel drauf, oder? Oh. Wilde Zwerg, geh schlafen. Warum schreist du? Oh, wo kommst du her? So, hier ist alles ruhig. Das bitte abbauen. Das und das abbauen. Ah, ist ein Brückchen Silber. Den da töten. Mhm. Was macht die andere Mine? Das schon mit den Spinnen, die alle umbringt. Jungs, ernsthaft. Das ist extrem peinlich. So, Spinnenweben weg, das da weg. Und dann hier endlich mit dem Erz anfangen. Das Portal hatte 10 Minuten gehabt. Und in den 10 Minuten habt ihr es nicht geschafft, da hochzugehen und ein Erz abzubauen. Mann, Mann, Mann. So, das weg, das weg, das weg. Du. Falsches Portal. Falsches Portal. Falsches. Na gut. Dann halt auf die harte Tour. Moment. Die Tour ist einfacher. Nein, nein. Jetzt. Genau, richtiges Portal. Geh bitte. Oh. Das weg. Dort, dahin. Ja. Und jetzt macht er weiter. Scaffold, Scaffold. Befreien, Kontrolle übernehmen. So, da hoch. Grab, da, Grab, Grab. Bist du wohl mal? Er weigert sich zu graben. Da macht er. Da will er nicht mehr. Und wenn ich hier hochgehe. Na komm. So. Ah, na also. Kannst irgendwie nicht über dir graben. Das ist sehr komisch, Zwerg. Also ja, wäre mir auch ein wenig mulmig, mit einer Spitzhacke über meinem Kopf was wegzuhauen. Aber ja, haben normalerweise die Zwerge nicht so eine Skrupel. Und jetzt haut er einfach weiter. Hoch. Aha. Nein, 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 nein. So. Das ist wie bei kleinen Kindern. Wenn man einmal sagt nein, dann hören die das gar nicht. Dann muss man gleich 2, 3, 4, 5 mal sagen. Nein, 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 nein. Und dann irgendwann. Genauso kommst du bei den Zwergen vor, wenn ich Aufgaben verteile manchmal. So, geh hoch, geh darauf. Diamant, Diamant. Sehr gut. Du, weg. Weg. Du. Du. Hä? Das wird abgebaut, obwohl sich gar nicht bewegt? Sehr komisch. Okay. Befreien, Kontrolle übernehmen. So. Ein Scaffolding hier. Das da runterhauen. Und dann reicht das auch erstmal an Silber, denke ich. Weg, weg. Wo wir gerade dabei sind, nochmal zu. So. Bei den Ressourcen jetzt nicht unbedingt zumachen. Komm schon. Nur freien Kontrolle übernehmen. Oh, Eisen. Oh, 40 Sekunden neue Welle. Das ist viel interessanter. Ich würde das eigentlich fast gerne mal wieder mit Nahkampfwaffen probieren. Obwohl es jetzt schon mit Fernkampfwaffen nicht ganz so toll ist. Achso, du brauchst ein Portal. So, geht mal. Mitten bei den Goblins. Ja, Jungs, viel Spaß. Helme herstellen bringt jetzt auch nichts. Oh, geht mal töten. Ja, es geht viel schneller.
Knappe fliegen sie aber auch schneller. Sie hätten echt vorher schlafen sollen. Heidemann und weg. Und damit dürften jetzt alle auf Low Leben sein. Und das war eine tierisch doofe Idee, es zu versuchen mit Nahkampfwaffen. Ja, Zwerge mit Nahkampfwaffen, vor allem mit Äxten und Hämmern. Wer kann sich sowas denn vorstellen bei den Terrakotta-Zwergen? Da. Da, da, da. So, jetzt weitermachen. Na komm, die können doch nichts tun. Einfach, oh. Rückzug, rück, rück, genau. Schießt nur ein einziger Zwerg. Der Rest könnte auch schießen, will aber nicht. Jungs. Okay, einfach Geschwindigkeit, stopp. Wo ist mein Feuerball? Ich glaube, ohne Feuerball schaffen wir das so nicht. Warte mal, Heiltränke, wo ist Heiltrank? Da, Heiltrank. Feuerball. Trinken alle einen Heiltrank. Sehr gut. Wir brauchen mehr Heiltränke später. Jetzt kämpfen die auch wieder. Okay. Kaufen wir mal kurz ein bisschen Zeit. Wusch. Wusch. Alle angeschlagen. Sehr gut. Es kommen immer mehr. Du trink einen Heiltrank. Du trink einen Heiltrank. Was macht ihr da bei meinem Totem? Weg mit euch. Mana geht richtig schnell runter. Macht nicht mein Totem kaputt. Weg, 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 weg. Tötet. Die da müssen weg. Kein Komfort. Was genau passiert da jetzt? Kann das Ding sterben? Trinken, trinken, trinken. Genau, du verteidigst tapfer das Totem. So, Skelette scheinen zu fliehen. Hä? Okay. Tot, tot, tot. Yetis töten. Das war ganz und gar nicht schön. Also, wir brauchen mehr Heiltränke. Wir brauchen mehr Rüstung. Viel mehr Rüstung. Und endlich bessere Waffen. Bessere Waffen. Ja, oder Testertürme, aber keine Erfahrungspunkte mehr, ne? Aber ich denke, das ist langsam auch egal. Weil bis Level 11... Silberpfeil, Silberschwert, da. Ah, ganze Deko-Zeug, okay. Großer Herd muss aufgestellt werden. Das ist jetzt wichtig im Kriegsfall. Herd. Einfach. Irgendwo aufstehen, da. Stell den Herd dahin. So. Menno. Mach den tot. Wir müssen die Türen einsammeln. Türen einsammeln. Das Ding hatten wir schon mal aufgestellt. Also wir können die Tür wieder hier reintun. Hopp. Töten, töten. Töten, töten. Wir brauchen eventuell auch mehr Käfige. Die scheinen ja doch sehr praktisch zu sein gegen die hier gerade. Piu, piu. Und ich würde gerne wissen, wie nahrhaft das Fett ist. Also es müsste recht nahrhaft sein. Die Inuit essen das ja auch so. Als primäre Nahrung, glaube ich sogar. Oder haben es damals, wie auch immer. Aber wenn die einen Nährwert haben, der ähnlich hoch ist wie hier die Fischsuppe und die Steaks, dann können wir uns das ganze Kohleverbrauchen sparen. Du weg, du weg. Und schubst den da oben mal runter. So, oh, es waren zwei. Dir mal gar nicht, einfach unsere Statue da zu umarmen.
Das weg, das weg, das weg. Das weg. Piu, piu, piu. Sind die gerade alle auf einem Feld gesteckt? Wir machen die echt nicht viel Schaden.